Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Debonia Doomsday. Und wie ihr hier seht, ist nach wie vor das Häuschen vom alten Burner, ja, abgefackelt. Ja, es ist explodiert und ja, vielleicht kurz dazu, was geschehen ist in der letzten Folge. Ich weiß auch nicht, wie das dazu kommen konnte. Ich meine, Rufus ist natürlich so ein netter Kerl und ihm passiert auch nie ein Missgeschick. Und trotzdem ist Toni irgendwie richtig wütend auf ihn geworden. Ja, ihr blieb nichts anderes erspart. Sie musste sich irgendwie beruhigen. Ja, wollte sich ein kleines Stinkbolzen anzünden. Und das natürlich bei Bernard in der Hütte. Ja, und dann hat es schon Boom gemacht. Ja, explosive Stimmung. Explosive Stimmung war es. Und ja, wie geht das Ganze hier weiter? Wir können mit den beiden leider nichts machen. Die Hütte ist natürlich hier. Die steht nicht mehr. Die beiden, die sind aber offensichtlich noch am Leben. Gott sei Dank, Leute. Gott sei Dank. Kann ich dazu nur sagen. Aber wir können nichts mit den beiden machen. Okay, alles klar. Die Zeitmaschine, das Chronokar. Ja, das ist im Eimer. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Ja. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Ja, da taucht man auf. Wir sprechen gleich einmal. Was geht nur gerade in ihm vor? Ich hoffe, nicht die innere Uhr. Ja, ja. Wir reden mal mit McChronicle. Jetzt bin ich der Tod geworden. Zerstörer der Welten. Wurde ja auch Zeit, dass ich diesen Spitznamen mal loswerde. Ja, ob das jetzt so gut ist, ich weiß es nicht. Chronoka, die Korpel, ja, ein Trümmerteil. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Ja, wir gehen mal dahin. Schauen es uns mal an. Achso, das kann man nehmen. Vielleicht kann ich man auch. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Die Korpel kann man nicht nehmen? Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Okay, das ist interessant. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Okay, alles klar. Damit kann man nichts machen. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Und damit kann man wahrscheinlich auch nichts machen. Erst einmal in dem Moment zumindest. Ja, können wir mit dem Trümmerteil dann vielleicht zu McChronicle gehen? Und? Wie fühlt sich das an, alles kaputt gemacht zu haben? Bitte, streu nicht auch noch Salz in die Wunde. Wieso? Ich dachte immer, das bringt Glück. Ja, der Arme. Der Arme McChronicle, ich weiß gar nicht, wo soll man denn zuerst hingehen? Zum Ballon? Oh Gott, da ist ja Tonis Mutter. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar. Ja, Rufus, nicht nur du. Ich finde tatsächlich finde ich den auch nachvollziehbar. Ich meine, da könnte man jetzt mich verschlagen. Es ist mir egal, aber tatsächlich glaube ich. Wir können hier. Tatsächlich finde ich auch das komplett nachvollziehbar. Und auf geht's. Also Elysium, ich komme. Genau. Ach wie, wir heben schon ab. Ach, wie schön ist das denn? Die Frage ist nur, wie weit es geht, hä? Was machst du? Rufus, du Pestbeule! Willst du mich umbringen? Das ist zwar Plan B, aber wir können gerne eine Phase überspringen. Na warte, du hast Toni das letzte Mal gesehen. Ich werde ihr verbieten, dich noch einmal zu treffen. Nur zu, ich bin eh durch mit ihr. Wie mit überhaupt allem hier. Jetzt musst du nur noch loslassen. Bist du wahnsinnig? Ich brech mir alle Knochen. Bei deinen Speckpolstern? Unwahrscheinlich. Ja. Oha, aber recht hat der Kude ja. Ja. Und nun Ankerlichten. Mach's gut, du Furie. Was sagst du? Ich sagte, ich kann dich nicht hören. Der Ballon brennt, du Flachpfeife. Was? Der Ballon brennt. Wo ist der hin? Haltet ihn! Zu den Fackelnmänner! Oh, die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Ich mach mal lieber, dass ich wegkomme. Ja, natürlich. Mach mal lieber, dass du wegkommst. Das kann ich mehr. Ja, okay, der Brunia brennt. Ja. Kuwak brennt, um genau zu sein. Ist ja auch, ja. Nee, so lustig ist es eigentlich gar nicht. Wer hätte das? Was? Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden. Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Nee, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt,
die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Fluffnex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wirst mit Sicherheit der bessere Elefantenschischnox. Hallo! Ich unterbreche ja nur ungern, aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Okay. Okay, alles klar, der rosa Elefant existiert tatsächlich. Sie haben mich für verrückt gehalten, aber ich war nicht verrückt. Ich werde triumphierend grinsen, wenn ich sie nächstes Mal beim Schlafen beobachte. Ja. Wir reden mal mit dem rosa Elefanten. Meint ihr vielleicht, wie es schon immer geworden wäre? Nein. Das klingt falsch. Es ist offensichtlich, dass du dich nicht mit temporaler Grammatik auskennst. Wir brauchen hier mindestens Futur 5. Sowas wie, wie es schon immer gewesen sein wäre. Wie jetzt? Geht's hier nur um Grammatik? Wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Wär's mit, wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Nein, das klingt falsch. Wieso falsch? Das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Keine Frage. Wie es geworden worden wäre. So und nicht anders. Ha! Sag ich doch, wie es geworden worden wäre. Na so, ja, das ist jetzt aber auch nicht alles. Ja, offenbar bringt uns das hier gar nicht, wenn wir mit dem reden. Es muss, wie es schon immer gewesen sein wird, heißen. Keine Frage. Halt dich da raus, du Zrottel. Wie soll es denn bitte schon immer so gewesen sein werden, wenn es noch nie so gewesen worden wäre? Genau, dann müsste es ja mindestens einmal bereits so gewesen werden, wie es gewesen worden war. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Na, Leute, wir schauen uns an. Stopp, nicht so schnell. Wir sind noch nicht fertig mit dir. Ich dachte, dann sind wir zu. Ich habe noch zu tun. Okay, na gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, okay, alles klar. Jetzt kommen wir weiter. Ihr wolltet euch so lange über temporale Grammatik streiten, bis ich einen Weg gefunden habe, euch auszutricksen. Nein, das wollten wir bestimmt nicht. Hä? Alles muss so bleiben, wie es war. Ich meine, wie es gewesen wäre. Oh, hier sind wir schon wieder bei der dämlichen Frage, ey. Wie wär's mit, wie es schon immer gewesen sein worden wäre? Nein, das klingt falsch. Wieso falsch? Das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Hey, stopp, nicht so schnell. Wir sind noch nicht fertig mit dir. Ich dachte, dann sind wir zu. Ich hab noch zu tun. Okay, na gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ihr wolltet mich nach Elysium bringen. Nein, das wollten wir bestimmt nicht. Alles muss so bleiben, wie es war. Ich meine, wie es gewesen wäre. Ja, wie es gewesen wäre. Wie es schon immer geworden wäre. Meint ihr vielleicht, wie es schon immer geworden wäre? Nein, das klingt falsch. Es ist offensichtlich, dass du dich nicht mit temporaler Grammatik auskennst. Wir brauchen hier mindestens Futur 5. Sowas wie, wie es schon immer gewesen sein wäre. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Oh je, die streiten sich aber auch über Dinge, hey. Es muss, wie es schon immer gewesen sein wird, heißen. Keine Frage. Halt dich da raus, du Zrottel. Wie soll es denn bitte schon immer so gewesen sein werden, wenn es noch nie so gewesen worden wäre? Genau, dann müsste es ja mindestens einmal bereits so gewesen werden, wie es gewesen worden war. Du meinst, wie es schon immer gewesen... Hey! Wir sind noch nicht fertig mit dir. Ich dachte, dann sind wir zu. Ich hab noch zu tun. Okay, na gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ihr wolltet euch entschuldigen. Ihr wolltet euch entschuldigen? Nein, das wollten wir bestimmt nicht.
alles muss so bleiben, wie es war. Ich meine, wie es gewesen wäre. Also Leute, mir erschließt sich hier diese ganze Logik nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, wenn die Typen in dem Elefantenkostüm mir wollen, ja, dass alles so wird, wie es mal war, ja, beziehungsweise wie es schon mal passiert ist, dann hätten die doch gar nicht auftauchen dürfen. Ja. Also hat sich doch schon was geändert. Naja, ist egal. Ist so meine Logik und ganz ehrlich, ich steck da momentan nicht hinter, was hier dahinter steckt. Keine Frage. Wie es geworden worden wäre. So und nicht anders. Ha! Sag ich doch, wie es geworden worden wäre. So, zack. Hey! Wir sind noch nicht fertig mit dir. Oh, ich dachte. Dann seht mal zu. Ich hab noch zu tun. Okay. Na gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, die haben ja schon alle Optionen. Wir können nur noch die erste hier nehmen. Ihr wolltet mich durchlassen. Nein, das wollten wir bestimmt nicht. Alles muss so bleiben, wie es war. Ich meine, wie es gewesen wäre. Ich glaube, wie es schon immer gewesen wäre, ist korrekt. Fufnex, es muss viel konjunktiver sein. Genau. Immerhin wird es ja nicht mehr so gewesen sein, wie es geworden gewesen wäre. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Ich glaube, wie es schon immer Fufnex. Es muss viel Konjunktiv. Ja, meinst, das kennen wir jetzt schon. Wie es schon immer gewesen sein werden würde. Ach so, wir können den Hebel betätigen. Okay. Gute Reise, Dumbo und Elefant. Rufus, der Elefant, ich meine, der Zeitreisende. Er ist wieder hier. Ah. Musste schon wieder los. Dann muss er etwas zurückgelassen haben. Meine Messwerte sind eindeutig. Als hätte sich ein Tor geöffnet. Da vorne ist er! Schnappt ihn euch! Tor klingt super. Ich hoffe, es hat eine Zugbrücke und Pechnasen auf den Zinnen. Was zum Willi? Tja, erstaunt, Professor Ziegenbart, was? Das nenne ich mal eine Zeitmaschine. Und wie sauber sie eingeparkt wurde. Lass bitte dein Geodreieck stecken, bis wir den Lynchmob abgeschüttelt haben. Schweren Herzens. Schweren Herzens, ja, Leute. Also, wir haben ein UFO und das war's auch schon. Alles klar, dann werden wir uns das UFO mal... Kann das wirklich eine Zeitmaschine sein? Es sieht zumindest nach einem Gerät aus, mit dem man einen Neuanfang starten könnte. A new beginning, sozusagen. UFO, a new beginning. Wir steigen ein. Wow, das sieht kompliziert aus. Durch die Zeit zu reisen ist eben nicht dasselbe wie Sicherung zu wechseln. Ha! Wo wir hingehen, brauchen wir keine Sicherung. Weißt du, wie man das Zeug einschaltet? Himmel, nein! Dafür wären theoretisch monatelange Analysen vonnöten. Theoretisch. Dies, lieber McChronicle, hingegen ist die Praxis. Schau zu und lerne. Ja, schau zu und lerne. Wir haben einen Knopf, wir haben McChronicle. Ja, was willst du da großartig machen? Wir drücken mal. Ah, und schaut mal. Okay, bestätigen, Auswahl. Das scheint nicht wirklich was zu verändern. Okay, was damit? Noch nicht. Okay, dann bestätigen wir einfach mal. Da, ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, ja. Ich weiß ich das. Ich rate. Und jetzt volle Kraft voraus. Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Das ist Elysium. Ich habe es tatsächlich geschafft. Den Anzeigen zufolge ist das ein zukünftiges Elysium. Ach, welches Elysium ist doch vollkommen wurscht. Ich kenne ja hier eh keinen. Obwohl, da war diese Frau in meiner Vision. Wie weit in der Zukunft sind wir? Schwer zu sagen. Ein Jahr, zwei maximal.
Sehr gut. Dann dürfte ihre Haut ja noch nicht den labbrigen Falten bis zum Boden herunterhängen. Ist das wirklich deine einzige Sorge? Aber nicht doch. Momentan sorge ich mich, ob ich noch einen guten Platz am Pool bekomme. Was? Wir können doch nicht einfach... Falsch. Du kannst nicht. Ich kann. Und ich werde. Viel Spaß beim Knöpfchen drehen, du Blindfisch. Ja, viel Spaß beim Knöpfchen drehen. Wir sind hier auf Elysium quasi angekommen. Ganz anders als vorgestellt, aber das ist ja auch mal eine lustige Sache. Wir können jetzt also mit McChronicle reden. Wir haben hier eine Tür zu einer Abstellkammer. Wir haben einen rockenden Rufus, eine linke Tür, einen Knopf und einfach ein Plakat. Luftballons zu gewinnen. Endgeil. Ja, endgeil, total. Und wir können da lang. Wir schauen erstmal in die Abstellkammer rein. Man weiß nicht so genau. Diese Tür ist einen Spalt breit offen. Genau. Wollen wir doch mal gucken, ob... Nee, kombiniere. Ich bräuchte eine Art Hebel. Geht da vielleicht? Wie jetzt? Kein Strom. Das sind ja geradezu deponiöse Zustände hier. Oha. Hallo? Jemand zu Hause? Eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Ja, na, wenn das mal nicht ein Elysium ist, dem es nicht ganz so gut geht. Wir schauen mal hier hinten lang. Wie gedacht, ein Elysium, was auseinanderfällt. Also, dem geht es tatsächlich nicht ganz so gut hier oben. Ich frage jetzt noch, was geschehen ist. Aber... Nein! Das stimmt doch nicht! Das ist sicher nur wieder dieser Albtraum. Elysium kann nicht abgestürzt sein. Wann soll denn das bitte passiert sein? Hallo? Bing, 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 bing. Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden. Das wäre dann wohl ich, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle hier die Bedingungen, klar? Wie Sie meinen. Jo, wie Sie meinen. Wir nehmen mal die Stange hier. Erinnert mich irgendwie an meine Vision. Schnee, Fuloks, ein abgestürztes Elysium. Ach nee, das kann alles gar nicht passiert sein. Und wenn doch, werde ich zu verhindern wissen, dass es wieder passiert. Ja, hoffentlich. So. Und sonst so? Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie. Ach, holen Sie mich endlich hier raus! Schon gut, schon gut. Man wird doch mal ein bisschen menschlich sein dürfen. Entschuldigung, das sind die Nerven. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass ihre Enden lose aus dem Arm baumeln. Ja, das sind die Nerven natürlich. Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Wart's ab. Tun Sie schon was? Oh Gott. Ja, Scheiße. Nein, wieso? Vielleicht mit der Stange, vielleicht können wir damit hier ein bisschen... Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Ja, mach mal, Rufus. Aua! Das ist mein Bein! Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Was können wir denn noch machen? Rohr, eingeklemmte Elysiana und Blumenkasten. Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt. Ich tippe auf Letzteres. Vanille-Eis bestellen, Schoko-Eis bestellen, Tutti-Frutti-Eis bestellen. Ja, ist klar. So einen wollte ich immer für mein altes Zimmer haben. Zu dumm, dass genau an dieser Stelle die Gasleitung verlief. Aber das neue Zimmer hat auch was. Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Ja, und wahrscheinlich geht das auch nicht. Wie jetzt?
kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Dann ist tatsächlich die Frage, wie bekommen wir den netten Herrn da raus? Das geht ja schon bald gar nicht. Vielleicht, indem wir... Nee, was Blumen angeht, bin ich ausnahmsweise einmal kein Experte. Darum habe ich auch die Gartenarbeit immer Toni überlassen. Ja, und genau deswegen. Und nichts zum Jahrestag geschenkt. Vielleicht, wenn ich das... Nee, alles klar, das funktioniert so auch nicht, Leute. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ich vermute einfach mal, dass wir den Strom wiederherstellen müssen und dann hier wahrscheinlich irgendwie... vielleicht ist dieses Rohr ja eigentlich so ein Eislift-Gedingsi-Döns, ja, und dass wir damit irgendwie was arbeiten können, ist jetzt mal so eine Vermutung von mir. Da muss man mal schauen. Also den netten Herrn kriegt man wahrscheinlich nicht so einfach da raus. Aber Leute, das soll es trotzdem mal an dieser Stelle für diesen Markt gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ja, wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben, wenn nicht, dann natürlich genau das Gegenteil. Und ansonsten, Leute, abonniert ruhig meinen Kanal. Folgt mir auf Twitter für die neuesten Informationen. Vor allen Dingen, falls irgendwas ausfallen sollte, falls sich irgendwas ändert, dann erfahrt ihr das dort natürlich. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei Debonia Doomsday. Bis dahin, Leute. Ciao.